So, und damit herzlich willkommen bei Let's Play Baphomets Fluch, dem ersten Teil der Spieleserie und dem XY-sten Teil meiner Aufnahme, meines Let's Plays. Ich glaube, es ist der 7. Teil oder so, ich habe schon wieder vergessen nachzugucken. Wir erinnern uns, in dem Irish Pub gewesen zu sein. Also da es in Irland ist, nennen die es wahrscheinlich einfach nur Pub. Der Huster hier. Ah, der Huster da. Wir haben jetzt hier alle schon soweit ziemlich viel befragt und so. Und draußen diesen Autounfall so halb mitgekriegt, beziehungsweise Maguire, der Bengel, der da draußen steht, der hat uns davon berichtet. Gucken, ob ich ihn jetzt nochmal zu irgendwas befragen kann. Hey, Maguire. Was? Sieht nicht so aus, nee. Oder hierzu? Was meinst du, wofür könnte man diesen Draht benutzen? Für Autos zum Knacken. Na, früh übt sich. Wobei er sagt, er sei schon 25. Bis später dann. Okay, Mister. Okay, ich will jetzt keinen Quatsch erzählen. Ich weiß vom vorigen Vorspielen vor 20 Jahren, dass man nochmal in den Keller dieser Bar irgendwie gelangen muss. Von außen können wir aber nicht rein, weil das Ding hier ist von innen abgeschlossen. Und dann hatten wir hier noch den Stromkasten inspiziert, wo der Deckel abgefallen ist während des Unfalls. Und irgendwas, dachte ich, jedenfalls einen kleinen Draht. Nee, das ist der Draht von diesem Typen, der die ganze Zeit hustet. Egal. Intuitiv macht es aber am meisten Sinn, jetzt mal hier hinzugehen, denn dort geht es Richtung Schloss. Und vielleicht ist das jetzt auch wirklich der nächste Schritt, aber das werden wir sehen. Ah, da ist jedenfalls schon mal eine neue Person zum Ausfragen. Hier haben ja diese Ausgrabungen stattgefunden bei dem Schloss, bei denen das Dreibein gefunden wurde, was wir im Pariser Museum gefunden und mit den Templern assoziiert haben. Das zerfurchte Gesicht des Farmers zeigt einen Ausdruck ästhetischer Andacht. Seine Füße stecken in einem Paar mistverschmierter Stiefel. Nur nochmal, um kurz zusammenzufassen, warum wir hier in Irland gelandet sind. Hi. Sprechen Sie Englisch? Und was ist, wenn ich Nein sage? Die Implikation von Erkennung verschleiert in Negierung. Eine sehr schöne Approximation eines Paradoxon, muss man wirklich sagen. Ich bedenke ihn mit dem Blick, den ich perfektioniert habe, als ich 12 war und der größte Hypnotiseur aller Zeiten werden wollte. Der Blick ist ein Killer. Versuchen Sie, mich zu hypnotisieren oder leiden Sie an Verstopfung? Nur dumm, dass ich außer Übung bin. Okay, der Typ liest uns anscheinend sehr gut. Und weiß sich auch auszudrücken. Bisschen zu gut. Bisschen zu geschwollen vielleicht. Deswegen werden wir ihn gleich mal mit dem Taschentuch hier beeindrucken. Mit dem benutzten Taschentuch. Was halten Sie von diesem Taschentuch? Ziemlich unansehnliches Teil, wenn man damit in der Öffentlichkeit herumwedelt. Oh, das ist Theaterschminke. Und damit ist alles gut, oder wie? Das muss ich mir merken, wenn sich mal wieder jemand darüber aufregt, wie mein Taschentuch aussieht. Naja, Öffentlichkeit würde ich jetzt nicht sagen, wenn wir bedenken, dass wir hier irgendwo abgeschieden auf einem irischen Dorf bei so einem großen Heuwagen stehen. Den Schocker heben wir uns natürlich noch auf, bevor wir ihn damit schocken, wollen wir ihn unten auf die wichtigen Dinge ansprechen, aber die sonst gucken wir mal wieder immer alles durch hier. Was halten Sie von diesem Streichholzbriefchen? Sieht ziemlich gewöhnlich aus. Mhm. Gullideckel-Werkzeug? Sagt Ihnen dieses Werkzeug etwas? Nein. Ist das was für Schafe? Nein, damit hebt man Kanaldeckel hoch. Echt? Wie? Das Ende des Werkzeugs passt in ein Loch im Deckel. Das würde doch rausrutschen. Die Winkel sind völlig verkehrt. Das würden Sie nie schaffen. Doch, habe ich in Paris gemacht. Vielleicht sind die Deckel in Irland anders als in Frankreich. Ist so ein Running Gag, dass jeder komische Assoziation mit diesem Gullideckel-Werkzeug hat, ne? Also, und völlig falsche. Ich meine, was sollte man mit einem Schaf und diesem Ding hier Unheiliges anstellen sollen? Erkennen Sie den Namen auf dieser Karte? Ich kann die kleine Schrift nicht lesen. Da steht Thomas Moilin, Grüber Electronic. So heißen Sie also? Tommy Merlin? Nein.
Aber es wäre ein toller Künstlername. Er hat, was mein Hypnoseakt in der Schule nicht hatte, Stil und Klasse. Ein paar Sekunden lang bade ich im gleißenden Licht der Scheinwerfer, umtost von donnerndem Applaus. Tommy Merlin, Hypnotiseur. Ist Ihnen nicht gut? Doch, doch, ich habe nur gerade an was gedacht. Okay, aber das Buch kann er lesen ohne Brille, interessant. Sagt Ihnen dieses merkwürdig gedrehte Stück Draht etwas? Ach du meine Güte, was zum Himmels Willen wollen Sie mit so einer gemeinen Schlinge? Die gehört mir nicht. Sie gehört dem alten Mann in der Bar. Ja, ja, natürlich. Mir fällt gerade auf, wir müssen ja dann, um da reinzukommen, denke ich, den Heustapel hochklettern. Dazu müssten wir ihn bestimmt erstmal irgendwie loswerden, den Typen hier. Erkennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, aber ich würde ihm nicht trauen. Seine Augen stehen zu eng zusammen. Ist doch nicht etwa ein Freund von Ihnen, oder? Oh nein, garantiert nicht. Um ehrlich zu sein, ich glaube, es ist das Gesicht eines Killers. Hab ich doch gleich gesagt, Schweineaugen. Kann man einfach nicht trauen. Okay, Clownsnase. Sagt Ihnen diese falsche Nase etwas? Sie sind ein Zirkusclown. Nein, aber ich habe sie von jemandem, der sich als Clown verkleidet hat. Tatsächlich? Warum hat er das bloß gemacht? Er ist ein psychopathischer Killer. Ich denke, er hat was mit Pegrams Verschwinden zu tun. Mhm. Hätten Sie Verwendung für dieses Handtuch? Wie kommen Sie auf die Idee, um Himmels Willen? Nein. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Fragen wir ihn erstmal nach seinem Buch. Ist es die Bibel oder was? Ein gutes Buch. Ein Buch? Das ist eine Eintrittskarte in eine Welt der Fantasie und Imagination. Yeah, wie heißt es denn? Kreativer Regalbau für Anfänger. Die 1978er Ausgabe. Ich sage mal, ich wollte gerade sagen, auf jedes Buch trifft doch Eintrittskarte in eine Welt von Fantasie und Imagination zu, weil man ja anders als bei Filmen oder so nichts vor Augen direkt hat. Präsentiert bekommt nichts Konkretes, sondern das selber sich zusammen fantasiert. Aber bei etwas, was eine Regalbauanleitung ist, ist das eben anscheinend eigentlich nicht der Fall in meinen Augen. Das ist so zu konkret einfach. Was ist an Heimwerken so toll? Ja, es gibt nichts Faszinierenderes. Das harzige Herbstaroma von abgelagertem Holz. Das rhythmische Ratschen des Hobels. Ah, kein Wunder, dass unser Herr als Sohn eines einfachen Zimmermanns auf die Welt kam. Ich wette, er war ein wahrer Zauberer mit Stechbeitel und Kantholz. Mhm. Stechbeitel und Kantholz. Das Wort Stechbeitel habe ich zum Beispiel noch nie gehört, aber ich habe auch wirklich zwei linke Hände, muss ich leider sagen. Die Darstellung von Jesus' Adoptivfamilie als einfache Handwerker ist doch sicher nur eine symbolische Metapher. Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass Sie Zimmerleute waren. Haben Sie das Buch nicht gelesen? Naja, nein, aber ich habe den Film gesehen und ich kann mich nicht daran erinnern, dass Jesus da Regale angebracht hätte. Welchen Film? Das Leben des Brian, oder? Mit der Bibel lag ich gar nicht so falsch. Also es ist ein Regalbuch, aber es wurde immer in die Bibel erwähnt. So ein Glückstreffer. Dann fragen wir ihn mal nach dem Schloss. Was können Sie mir über die Burg erzählen? Die Burg? Nicht viel. Tut mir leid. Das meiste Ihrer Geschichte ist in Vergessenheit geraten. Ja, aber wenn diese alten Steine sprechen könnten, was für Geschichten wüssten Sie zu erzählen? Geschichten, bei denen sich die Zehennägel aufrollen und das Blut gefrieren würde. Wissen Sie, das Schloss soll angeblich über 600 Jahre alt sein. Klingt gar nicht so alt für ein Schloss. Ehrlich gesagt, weiß ich aber nicht, wie alt so Schlösser normalerweise sind. Burg, Schloss wird hier übrigens synonym verwendet in dem Spiel, habe ich das Gefühl. George sagt auch mal das. Wer hat das Schloss erbaut? Jetzt sagt er mir das Schloss auch. Macmillan, der erste Lord von Lochmarn. Naja, ich nenne ihn Lord, aber eigentlich war er nur ein kleiner Dorfhäuptling. Er hat dieses Schloss auf den Überresten des Templarklosters erbaut. Templar, da sind wir dem Thema schon näher.
Haben Sie etwas dagegen, wenn ich Ihre Heuballen dazu benutze, ins Schloss zu gelangen? Was? Sie würden sich mit Sicherheit Ihren dummen Hals brechen. Glauben Sie, ich stehe hier rum und schaue mir Ihr zermatschtes Gehirn an? Ich bin ganz schrecklich vorsichtig und verspreche, Ihnen keine Schadensersatzklage an den Hals zu hängen. Sie werden überhaupt keine Gelegenheit dazu bekommen. Nicht, solange ich hier bin und aufpasse. Ja, aber das können wir ja verändern, indem wir dich irgendwie weglocken. Hier der Autounfall. Haben Sie einen roten Sportwagen die Straße runterkommen sehen? Ich habe einen roten Blitz gesehen und den Krach gehört. War ein furchtbares Geräusch. Ein Sportwagen, sagen Sie? Ein Ferrari, um genau zu sein. Ein Rennwagen? Und was macht er hier? Der arme Kerl hat sich bestimmt verfahren. Okay, ich wollte eben noch sagen, ist es ein Ferrari? Weil typisch rot, ne? Also rot ist die Assoziation. Die erste farblich, wenn man an Ferrari denkt. Allein schon wegen der Formel 1. Der Fahrer des Ferraris hat einen Unfall verursacht. Ach ja? Yeah, er hat jemanden vor der Bar umgefahren. Yeah. Was für ein Idiot. Wie konnte sowas passieren? Er war zu schnell. So schnell, dass er direkt unter das Auto gerannt ist? Ich meinte, das Auto war zu schnell. Der Idiot hätte das Auto doch wenigstens hören müssen. Jetzt ist der arme, wie hieß er, der, das Opfer des Autounfalls, der hier? Donald Trump? Nee, Fitzpatrick war der Nachname. Vielleicht kennen Sie ja den Mann, der vom Ferrari angefahren wurde. Er heißt Sean Fitzgerald. Oh, den kenne ich wohl. Das ist mein Neffe, der Idiot, der mal den Heuwagen beladen hat. Hat ihn das Auto voll erwischt? Oh nein, anscheinend war er nicht verletzt, aber er wurde entführt. Ach, das ist ja eine Erleichterung. Okay, Fitzgerald, Sean Fitzgerald, nicht Fitzpatrick. Aber sonderlich beeindruckt scheint er nicht zu sein, dass sein Neffe entführt wurde. Und bei der Sequenz, wo wir den Unfall gesehen haben, oder in Seans Perspektive, hat er doch ganz schön aus der Nase geblutet, oder? Das ist sogar der Thumbnail, den YouTube mir für das eine Video, wo das drin passiert ist, glaube ich, benutzt hat. Wollen Sie Ihren Neffen nicht suchen? Wozu? Nach dem, was Sie erzählen, ist es eh zu spät. Sie könnten die Sache der Polizei melden. Lieber nicht. Und überhaupt, was sollen die denn dabei tun? Sie könnten eine Suche organisieren. Die beiden haben zusammen mal gerade ein Fahrrad. In Sachen bessere Beschleunigung würde ich mein Geld jederzeit auf den Ferrari setzen. Okay, anscheinend gibt es in Lochmann, dem irischen Dorf, nur zwei Polizisten und die haben nur ein Fahrrad. George hätte natürlich auch selbst die Polizei rufen können, genau wie Maguire. Ich denke, Sie sollten wissen, in was Sean hineingeschlittert ist. Ich bin nicht sicher, ob ich es wissen will. Aber Sie sind sein Onkel, sein eigen Fleisch und Blut. Sie haben ja recht, aber was soll ich machen? Wenn ich den Heuhaufen hier nicht bewache, kommt vielleicht so ein Idiot und versucht ihn aufzuklettern. Das ist ein schreckliches moralisches Dilemma. Hier bleiben und diese potenziell tödliche landwirtschaftliche Konstruktion bewachen? Oder sich auf die Suche nach dem Superneffen zu machen, nach jenem Mann, der für genau diese Gefahr verantwortlich ist? Darüber muss man erst einmal nachdenken. Wieso? Da gibt es doch überhaupt kein Problem. Sie haben recht. Warum habe ich nicht gleich daran gedacht? Wir reißen den Heuhaufen einfach ab. Nee, den brauche ich noch, um da reinzuklettern, habe ich doch gerade gesagt. Nochmal nach Sean fragen. Sie müssen den Heuhaufen doch nicht demolieren, nur um nach Sean zu suchen. Ich bleibe an Ihrer Stelle hier und warne alle, die dämlich genug sind, darauf zu klettern. Fantastisch! Ich denke, ich sollte meine Nachforschungen in der Bar beginnen. Okay, das hat funktioniert. Mist, jetzt haben wir natürlich ihn nach Pegram und den Templern nicht mehr fragen können. Er zog in Richtung auf McDavids Bar los und gab mir Gelegenheit, mich mit dem Heuhaufen zu beschäftigen. Das konnte ich ja so richtig auch nicht ahnen. Gucken wir uns erstmal das Tor an. Die Tore bestehen aus solidem, vom Alter dunkel gewordenem Holz. Der Typ wirkte erst so wortgewandt und so weiter, aber von so einem leichten, das ist ja nicht mal ein Psychotrick, das war eigentlich extrem offensichtlich. Seans Versuch, ihn damit zu vertreiben. Und Sean hatte vorher schon gefragt, ob er selber da hochklettern darf. Komisch.
Dass wir da jetzt nicht durchkommen, ist demnach auch klar. Selbst als ich mit aller Kraft drücke, hat das keinerlei Effekt. Sie bewegen sich einfach nicht. Ich sollte vielleicht doch mehr Sport treiben. Sieht aber auch nach einem relativ wuchtigen Tor aus. Würde ich auch nicht aufkriegen. Zumal es bestimmt dann noch abgeschlossen ist. Hinten auf dem Karren ist ein ziemlich unordentlicher Turm aus Heuballen aufgeschichtet, der sich gefährlich gegen die Burgmauer lehnt. Ja, die Burgmauer wird schon massiv genug sein, wobei das echt ein Riesenhaufen an Heu ist. Wie will man das irgendwo hintransportieren? Vor allem das Teil hier, das müsste doch längst runterrutschen. Was hat das für eine Haftung da? Probieren wir mal einfach hochzuklettern. Der Stapel aus Heuballen reicht bis kurz unter den Rand der Mauer. Ich kann mich recken, so viel ich will. Die Mauerkrone ist außer Reichweite. Was mir fehlt, ist ein Stück aus Alice Wunderland. Wenn er jetzt den Arm da hoch, das würde doch locker klappen. Theoretisch, oder? Über meinem Kopf klafft eine Lücke in der Mauer, wo die massiven Steine herausgefallen sind. Oh oh. Ich dachte schon, wir kriegen gleich einen Todesscreen. Ist hier noch irgendwas? Oh, was haben wir denn da? Zwischen zwei Steinen ist ein schmaler Riss, dort, wo der jahrhundertealte Mörtel sich verkrümelt hat. Ich stecke meine Finger in den schmalen Riss. Er führt etliche Zentimeter in die Mauer hinein. Das heißt, er könnte gewisse Stabilität bereitstellen, wenn wir jetzt dieses Teil als Leiter, will ich es mir jetzt einfach mal nennen, benutzen. Ich stecke das Ende des Werkzeugs in den Riss und schiebe den Deckelheber mit Schwung hinein. Er bleibt in der Wand stecken und sieht wie eine extra dafür gebaute Trittstufe aus. Also gut, Trittstufe, nicht Leiter. Nein! Ich ruckele an dem Hebel und merke, dass er schön feststeckt. Ah, okay, gut. Ich dachte, er zieht ihn wieder raus. Der Deckelheber ist fest im Riss eingeklemmt und hat sich damit in einen wunderbaren, stabilen Tritt verwandelt. Juti, dann dürften wir jetzt darüber kommen. Und ich glaube, dann sind wir bei der Ziege. Was? Es ist so heiß, die Sonne prallt durchs Fenster rein. Ich schwitze mir hier hinweg. Gucken wir sie uns erstmal an. Ach, wir können auch mit dir reden. Ich habe noch nie eine fieser und gemeiner aussehende Ziege gesehen als diese hier. Gute Intuition. Wie war denn das nochmal? Das ist ja jetzt der Originalteil. Ja, mit dem Steam Director's Cut kann man auch den Originalteil dann stattdessen starten. Das fragt es einen auch immer, wenn man über Steam direkt... Ein rostiges Stück Eisen, vielleicht ein Teil von einem Pflug oder etwas Ähnlichem. Das Spiel startet. Oh! Er lebt noch, oder? Ja. Ja, wie gesagt, das ist das berühmte Ziegenrätsel hier. Das Ding ist, wie gesagt, ich habe damals mit meinem Vater das Spiel gespielt. Wir waren zu stolz, die Lösung zu benutzen oder zu googeln, obwohl wir damals schon Internet hatten. Aber wir haben wochenlang, so kommt es mir jedenfalls im Nachhinein vor, vielleicht waren es auch tagelang, hier rumprobiert. Kleine Anekdote, dann kam mein Bruder rein und hat einfach ein bisschen rumgeklickt, weil der das vorher nie mitgespielt hat und den Spielmechanismus nicht kannte und war somit unvoreingenommen. Der hat es beim allerersten Versuch geschafft, an dieser Ziege vorbeizukommen, was uns, mein Vater und mich natürlich ziemlich dämlich hat dastehen lassen. So, jetzt probieren wir es nochmal so. Oh. Alter, die Ziege sieht aber wirklich fies aus. Was hat die denn für einen Bart? Na? Okay, also der Trick war schnell links. Hier, warte mal. Ja doch, ich glaube, wir gehen nochmal hier hin. Es kommt halt hier aufs schnelle Klicken zweier Klicks hintereinander an. Was vorher und auch, ich glaube, nachher im Spiel nie wieder so sein wird vom Mechanismus her, von der Logik, Rätsellogik her. Nee, warte mal. Ich
probiere es nochmal. Und jetzt, genau. Nee, warte mal. Okay, vielleicht erst dahin. Nee, hä? Oh Gott, jetzt komme ich hier wieder nicht vorbei. Ich dachte, ich wüsste... Komm, George, schnell, schnell, schnell. Nee, okay. Mist. Wie war denn das nochmal? Ist nochmal auf das Gleiche? Nee, das bringt ja nichts. Aber ich kann auch nicht zwischendurch seine Bewegung abbrechen. Beziehungsweise, wenn die Ziege zu dem Zeitpunkt noch nicht reagiert hat, bringt das ja auch nichts, wenn sie noch eher an der gleichen Stelle steht. Ich muss irgendwie... Okay, jetzt nochmal darauf schnell, oder wie? Nee. Verdammt, wie ging das denn nochmal? Schnell, George, schnell. Ey, Mist. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier schon wieder... Oder kann man hier noch irgendwas anderes benutzen? Ich weiß genau, es ging darum, zweimal schnell hintereinander was zu drücken und ich glaube, dann verhakt die sich mit der Leine hier bei diesem Ding. Ein rostiges Stück Eisen, vielleicht ein Teil von einem Pflug oder etwas ähnlichem. Aber sonst habe ich hier nichts zum... Mist, Mist, Mist. Ah. Hey, Ziegenbart. Das Vieh fixiert mich mit einem bösartigen Blick. Hinter der Bosheit und der Wut ist eine kühle Intelligenz spürbar. Wie geht's denn, mein Junge? Ich fühle mich mindestens so bedroht wie damals von dem Mörder und seinen Schlägertypen in Paris. Stan und Olli, oder wen meint? Okay, jetzt darauf und dann auf die Ziege vielleicht? Mal gucken. Hey, Ziegen, die Ziege reagiert. Hey, Ziegen, die Ziege reagiert. Oh, Mist. Ich bin zu blöd, das hinzukriegen. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Das ist ein schlechter Scherz, dass ich jetzt hier... Ich war mir sicher, dass ich das einfach nur... Hä? Hey, Ziegenbart. Ich glaube, aus dem... Die Ziege reagiert mit einem kühlen und durchdringenden Blick. Aus dem Inventar irgendwas bringt hier jetzt auch nichts. Ach so, warte mal. Vielleicht einfach irgendwie in die Gegend drücken und dann, damit er... Nee. Geht auch nicht, oder? Wie ging denn das nochmal? Alter Schalter! Ey, notfalls suche ich kurz am Handy wirklich. Das ist auch bei dem Rätsel keine Schande, glaube ich, das zu machen. Weil das ist ja sonst mega lame. Es ist natürlich auch ein bisschen lame, jetzt nachzugucken, aber... Hey, Ziegenbart. Die Ziege reagiert mit einem kühlen und durchdringenden Blick. Ich war mir ganz sicher, dass das, zweimal schnell das eine klicken und dann das andere klicken. Dass das... Ziegenrätsel Baphomet sucht. Sorry, ich muss jetzt mal nebenbei ganz kurz am Handy googeln. Okay, warte mal. Zwei. Hä? Zwei schnelle Klicks hintereinander? Ich bin jetzt auf giga.de. Ah ja, okay. Der Strick, mit dem die Ziege festgebunden ist, hat sich in der alten Pflugschar verheddert. Das ist natürlich wirklich der richtige Schwachsinn. Gut,
Okay, war jetzt nicht so schlimm, dass ich nachgucke, hoffe ich. Ein rostiges Stück Eisen, vielleicht ein Teil von... Die Ziege hängt an dem alten Pflug fest. Jetzt sind wir nicht mehr so vorlaut, Mr. Ziege. Hey, Ziegenbart. Die Ziege reagiert mit einem kühlen und durchdringenden Blick. So. Das Ende einer Leiter schaut aus dem viereckigen Loch. Dann gehen wir da mal runter. Gucken, ob wir auch dieses infamose Gespenst treffen. Von dem Maguire und wer hatte noch davon erzählt? Ich glaube, dieser Sean. Oder dieser schlaue Typ an der Bar. Ich weiß nicht, wie hieß er nochmal? Keine Ahnung. Oh, auch eine schicke Szenerie. Von Leisure Suit Larry, vorgestern letzte Aufnahme gemacht, bisschen verwöhnt, dass man die Leertaste drücken kann und dann alle Sachen, mit denen man interagieren kann. Hinter dem Altar befindet sich eine geschnitzte Platte, die mit Tieren, Vögeln und Pflanzen ausgeschmückt ist. Welcher Altar denn? Das Ding hier. Ich versuche die Platte zu bewegen, vergeblich. Der Sack enthält ein feines weißes Pulver. Koste doch mal ein Näschen davon. Als ich meine Finger in das weiche weiße Pulver stecke, wird mir klar, um was es sich handelt. Gips. Damit habe ich im Kindergarten Abdrücke von Pfotenspuren gemacht. Das ist jetzt ein cleverer, subtiler Hinweis, weil wir das wahrscheinlich auch noch machen müssen. Das ist auch geil. Das steht einfach ohne Verpackung so wie so eine Parabel. Eine Handvoll Gips, die von Pegrams Archäologenteam im Schloss gelassen wurde. So diese subtilen Hinweise, die es bei Leisure Suit Larry zum Beispiel nicht gab. Gleichzeitig hatte ich aber hier gerade dieses völlig komische Ziegenrätsel. Die Bank wurde vermutlich von Pegram und seinem archäologischen Team benutzt. Das ist eine Bank, das sieht aus wie ein Tisch, aber... Das einzige weitere Objekt, das mich auf dem Tisch interessiert, ist ein kleiner Sack. Jetzt ist es auf einmal wieder ein Tisch? Na gut. Können wir noch... Ich greife in den Sack, aber der ist leer. Okay. So, schauen wir mal hier. In der Wand kann man 5 Löcher sehen. Sie sind dort wohl mit Absicht gebohrt worden. Mysteriös. Ich glaube, mehr können wir uns hier gar nicht ansehen tatsächlich. Ach doch, hier war noch was. Ich stecke meine Finger und den Daumen in die Löcher in der Wand. Nichts geschieht. Sorry. Da ist noch irgendwas zum Aufheben sogar. Eine Statue, die von ihrem Platz an der Wand heruntergefallen ist. 5 Steinfinger ragen aus der Rückseite der Skulptur heraus. Die Statue ist zu schwer. Ich kann sie nicht hochheben. Sie verliert das Gleichgewicht und fällt in den Sand. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Die Statue mit den 5 Fingern einfach. Ah, jetzt stellt er sie wieder auf, in diese Löcher da zu machen. Als ich den Stein aufstelle, bemerke ich, dass er ein paar Löcher im Sand hinterlassen hat. Dann untersuch die doch mal. Geht nicht? Doch. Die 5 Finger auf dem Rücken der Statue haben perfekte Eindrücke im feinen Sand hinterlassen. Da kommt das Gips sicherlich gleich ins Spiel. Oder der Gips, wie auch immer. Ich stecke meine Finger in die 5 Löcher, die der heruntergefallene Stein hinterlassen hat. Echt komisch, sie passen perfekt. Natürlich bräuchten wir wahrscheinlich noch irgendwas Flüssiges, um das Gips dann hart werden zu lassen, oder? Wenn wir das jetzt hier reinfüllen. Das macht er schon mal. Ich streue Gips auf den Sand, bis die Löcher gefüllt sind. Da fällt mir ein, dass dieses Handtuch hier biergetränkt war, als er es vom Bartresen genommen hat. Vielleicht können wir es auswringen, oder? Die Sandfläche, auf die die Statue gefallen ist, ist mit Gipssplittern übersät. Okay, probieren wir es mal. Ich weiß ehrlich, also ganz ehrlich nicht mehr, ob das die Lösung ist. Doch, anscheinend schon. Ich wringe das Handtuch so kräftig aus, wie ich nur kann, aber es ist fast gar nicht feucht. Okay, jetzt erinnere ich mich auch, warum wir, und das machen wir mal ohne große Umschweife, wieder zurück nochmal in die Bar müssen. Gucken, wie wir da jetzt in den Keller kommen, weil da können wir, glaube ich, irgendwie das Handtuch befeuchten. Hallo Ziegenbock, wie das Ding aussieht. Wie einer von diesen Steinköpfen auf den Osterinseln, oder? Der Kopf? Moai heißen die, glaube ich. So sieht die Ziege aus.
So, ich glaube, jetzt müssen wir noch ein letztes Mal zurück. Zurück zu dem Irish Pub. Gucken, ob wir da den Burschen, den wir hier gerade allzu subtil und geschickt vertrieben haben, wieder antreffen werden. Gucken, ob wir mit McGuire nochmal was Neues jetzt besprechen können. Hey, McGuire. Was? Dachte, wir können ihn damit nochmal aufs Gespenst ansprechen und ihn damit ärgern, dass wir das gar nicht gesehen haben. Weißt du, was das für weißes Pulver ist? Nö. Dem hätte ich zugetraut, dass er gleich... Bis später dann. Gleich was davon... Okay, Mister. Gleich was davon schnuppern will, dem Bengel. Dem 25-jährigen angeblich Bengel. So, ah ja, das neben dem Geigenspieler ist jetzt... Der Hirte da, oder wie? So mit dem Hut sieht er aus dem Hirte. Der Farmer trinkt und witzelt mit seinen Kumpels, als ob nichts passiert wäre. Vielleicht ist jetzt nicht mehr Viehdiebstahl, sondern Entführung der allgemeine Nationalsport. Nette Vorurteile. Die armen Iren. Aber, ja, so ist das in dem Spiel. Oh, hallo. Ich stell Sie mal meinen Kumpels vor. Wir kennen uns bereits. Ja, jetzt kann ich auch noch... Ich hatte noch nicht den Schocker ausprobiert, aber... Ich möchte Ihnen meine Anteilnahme ausdrücken. Oh, es ist furchtbar. Einfach grauenhaft. Ja, man merkt, wie es Ihnen mitnimmt. Das ist das Schlimmste, was ich heute gehört habe. Es setzt den schlechten Nachrichten von dieser und nächster Woche echt noch einen drauf. Das reicht fürs ganze Jahr. Es ist noch viel schlimmer. Die größte Katastrophe, die es seit langem gab. Ist es nicht das Allerschlimmste, was je in diesem Dorf passiert ist? Reden die von irgendwie... Ich würde sagen, die größte Katastrophe in der Geschichte von Irland. Die schlimmste Katastrophe, seit der Mensch aus der frühzeitlichen Ursuppe herausgepaddelt ist. Ist das Bier fast leer? Es gibt kein Bier. Oh Mann, ey. Das ist ja der Knaller. Und Sean, warum suchen Sie nicht nach ihm? Es hat keinen Zweck, eine schlecht ausgerüstete Expedition hinter dem Jungen herzuschicken. Wenn es um Leben und Tod geht, ist die Vorbereitung das Wichtigste. Darum bin ich reingekommen. Auf ein Glas. Ich glaube, dass das Bier leer ist, kommt uns dahingehend zunutze, dass wir vielleicht unsere Hilfe anbieten können, da im Keller was zu reparieren oder sowas. Ist ein Glas Bier wichtiger als das Leben eines Mannes? Sprechen Sie mit mir? Mit Ihnen allen. Sean Fitzgerald ist wer weiß was zugestoßen und Sie können nur hier rumsitzen und Bier trinken. Sean macht einen Ausflug, das ist alles. Warum regen Sie sich nicht ab und trinken einen mit uns? Ich frage mich gerade, ob diese Burschen einen absichtlich ablenken wollen oder dass man da nicht investigiert und nachforscht oder ob die einfach nur einfach... die wirklich nur Bier im Kopf haben. So, jetzt aber. Möchten Sie meine Hand schütteln? Der hat's auch verdient. Was soll denn das? Ich halte nichts von diesem Männerfreundschaftszeug. Homophob ist er also auch. Andererseits, das Spiel ist auch schon ziemlich alt. Das trifft wahrscheinlich auch auf alle zu. Ich muss weg. Das trifft wahrscheinlich auch auf viele Stammkneipenbesucher. Ja, nee, ich will jetzt keine Vorurteile äußern. In Deutschland immer noch zu, aber gut, ist ja auch egal. Will ja jetzt nicht politisch werden. Also egal ist es nicht, aber... Darum geht's jetzt hier nicht. Können wir die hier nochmal auf irgendwas äußern? Entschuldigung, Mr. O'Brien? Hallo, was jetzt? Ah ja, auf den Unfall. Wir können auch mal beharrlich sein hier. Der Junge hat mir erzählt, dass Fitzgerald von dem Auto weggebracht wurde, das ihn überfahren hat. McGuire erfindet immer wilde Geschichten. Ich weiß wirklich nicht, wo der die immer her hat. Fernsehen nehme ich an. Oder Comics. Wenn ich sie wäre, würde ich alles, was er von sich gibt, mit reichlich Vorsicht genießen. Ich hoffe, mein Kaffee ist jetzt nicht zu laut, das Trinken. Aber ich habe auch keine Lust, das Mikrofon immer an- und auszumachen. Ey, ganz ehrlich, McGuire war der hilfreichste von allen mit Abstand bisher. McGuires Geschichte über das Auto klang mir sehr plausibel. Er sagt, der Fahrer war wie ein Leprechaun-Kobold angezogen. Der Junge hat nichts als Flausen im Kopf.
Übrigens witzig, daran habe ich gestern gedacht. Ich habe Big Bang gesehen, die eine Folge, wo... Ist das noch die erste Staffel? Wo Penny eine Halloween-Party macht, eine alte Folge auf jeden Fall. Und Kurt, ihr Ex-Freund Leonard, als Leprechaun bezeichnet, obwohl er als Hobbit angezogen ist. Und da, auf Englisch gucke ich das halt normalerweise, er hat es Leprechaun ausgesprochen, also Leprechaun. Jetzt weiß ich nicht, wie es im Deutschen offiziell ausgesprochen wird, aber die Art, wie die es aussprechen, fand ich ja hier, als ich es das erste Mal gehört hatte, schon komisch. Und dazu stehe ich auch nach wie vor. Eine Idee bezüglich dieses weißen Pulvers? Könnte es sich dabei um Soda Bicarbonaterat handeln? Bicarbonaterat? Wie auf einmal so, genau wie George vorhin mit seinem Yeah, auf einmal doch so ein bisschen englischen Akzent hat. Also dann bis später. Aber Gips ist eigentlich, glaube ich, Calciumsulfat, chemisch korrekt ausgedrückt. Glaube ich zumindest. Laut Quizduell. Hey. Und hallo, Mister. Wissen Sie, was das für weißes Pulver ist? Nein, keine Ahnung. Sagt Ihnen dieses Stück Draht etwas? Mir nicht, Mister. Nun denn. Dann mal tschüss. Ah, den können wir nochmal nach dem Gips fragen. Ich bin jetzt hier ein bisschen pedantisch, gebe ich zu. Und jetzt? Aber das hatten wir ja vorher. Wissen Sie, was das für weißes Pulver ist? Sieht ziemlich gewöhnlich aus. Manchmal, wie gesagt, hat man dann wirklich nochmal lustige Dialoge, wenn man die Leute auf die ganzen Sachen anspricht. Entschuldigung. Ja, Sir? So, ihn können wir gleich aber auch nochmal im Sinne der Story aufs Bier ansprechen. Ist dies... Ich hab's ja gewusst. In dem Augenblick, als Sie zur Tür reinkamen, hab ich gewusst, dass es mit Ihnen nichts als Ärger gibt. Nun machen Sie mal halblang. Da drüben in New York, da ist das vielleicht normal. Aber hier benutzen wir das Zeug nicht. Hey, hey, das ist Gips. Habe ich im Schloss gefunden. New York ist wahrscheinlich auch die einzige Stadt, die er kennt aus Amerika. Aber witzig, genau das meine ich. Man weiß nicht bei wem, aber bei irgendwem der Figur, die man ansprechen kann, gibt es da eine Reaktion, die halt so ist wie das, was wir uns denken. Irgendwas mehr oder weniger Lustiges. Hey, wie wär's mit noch einem Drink? Dasselbe nochmal? Servieren Sie Cocktails? Ich serviere alles, wenn das Geld stimmt. Nee, wirklich im Ernst. Haben Sie schon mal daran gedacht, McDivitt's in eine Cocktailbar umzuwandeln? Cocktails sind schick, cool und sehr populär bei jüngeren Kunden. Was? Kids in der Bar? Können Sie sich das vorstellen? Pinball, Pickel und Popel. Okay, schon verstanden. Ich nehme ein Glas Stout. Wenn der Typ mir irgendwas mit Orangensaft mischen wollte, einen Screwdriver oder so, würde ich auch da nochmal auf das Ablaufdatum gucken wollen. Tut mir leid, aber die Pumpe scheint kaputt zu sein. Ich könnte sie für Sie reparieren. Glaube ich nicht. Das ist ein Fall für einen erfahrenen Elektriker. Jetzt? Na ja, wenigstens funktioniert die Spülmaschine noch. Das war doch ein subtiler... Heute ist einfach nicht mein Tag, Irgendein Hinweis mit der Spülmaschine. Wir haben doch die Elektrikerkarte hier von Gruber Electronic. Ganz zufälligerweise bin ich Elektriker. Hier meine Karte. Na, ist das nicht fantastisch? Hier ist ein Haus, das von unerklärlichen defekten Leitungen gequält wird. Und da sind Sie, ein Elektriker, mit einer kleinen Plastikkarte als Empfehlung. Ich will erst mal sehen, was Sie können, bevor ich Sie an meine Bierpumpen lasse. Sie können ja mal mit der Spülmaschine da anfangen. Vielleicht ist das Gespenst aus dem Schloss verantwortlich für all die elektronischen Defekte oder elektrischen Defekte. Keine Ahnung. Wenn Sie damit fertig sind, schauen Sie sich dann mal die Pumpen an. Ja, aber er stellt sich halt genau in die Tür, die uns den Weg... Ein Stecker, der an der Spülmaschine hängt. ...in den Keller geleiten würde. Macht er sicherlich auch absichtlich, damit wir dann nicht einfach runterwandern. Ich benutze meine gesammelten Kenntnisse auf dem Gebiet der Elektrik, um den Stecker zu untersuchen. Für mich sieht der ganz okay aus. Eigentlich hat er ihn nicht untersucht, er hat ihn nur rein und raus gesteckt. Aber das ist ja oft schon der Trick an der Sache.
in IT-Crowd, so einer sehr empfehlenswerten britischen Sitcom, jetzt schon nicht mehr ganz aktuell, ist es so ein Running Gag, dass sie im IT-Department immer erstmal fragen, haben sie den Computer an und wieder ausgemacht? Also aus und wieder angemacht. Have you tried turning it off and on again? Ich kann es nicht nachmachen, weil der Typ, der das immer sagt oder oft sagt, so einen irischen Akzent hat. Das passt hier ganz gut. Vielleicht könnte ich mit dem Ding hier... Eigentlich ist an der Spülmaschine nichts kaputt. Warum? Ich verstehe auch gar nicht, was ich machen soll. Die geht doch, hat er gemeint. Ich kann nicht erkennen, was an der Maschine kaputt ist. Vermutlich die Elektrik. Er hat doch eben gesagt, die funktioniert noch. Sie hat auch eben noch rumgeruckelt. Was sie jetzt nicht mehr macht, obwohl der Strom wieder drin ist. Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Ich frage ihn nochmal. Also? Also was? Reparieren Sie nun die Spülmaschine oder nicht? Ich mit dem Buzzer irgendwie Strom raufrütteln? Irgendwie muss der doch irgendwann noch sinnvoll... Ah, ich weiß auch, glaube ich, wann er sinnvoll noch ins Spiel kommt. Oder muss ich jetzt dieses Werkzeug wiederholen? Das Werkzeug, was wir da bei der Burg zum Klettern benutzt haben? Nee. Was soll ich damit machen? Hallihallo. Was? 10-mal husten, das sind die Lyrics und dann... Was? Hier, der Draht gehört Ihnen. Oh, nein. Hab ich noch nie gesehen, nein. Der ist wohl etwas verwirrt, den haben wir ihm hier direkt aus den Händen geschnappt. Nee, das will er. Gips. Was halten Sie von diesem weißen Pulver? Boah. Es ist an weißem Pulver jetzt so eklig. Könnte Heufieber. Könnte Backpulver sein. Heufieber. Hat er eine allergische Reaktion jetzt auch noch auf das Gips, oder wie? Na gut. Bis dann. Wie gesagt, natürlich kein blindes Let's Play, wie schon oft erwähnt. Deswegen, ich hatte auch in Erinnerung, dass mit diesem Kasten draußen, diesem Stromding, wo beim Umteil der Deckel von abgefallen ist, also diese Abdeckung, irgendwas noch ist. Schauen wir mal. Gucken wir uns nochmal an, mal gucken, was er sagt. Es ist unmöglich, den Schalter wieder in die frühere Stellung zu bringen. Okay, das ist, macht mich jetzt nicht sehr optimistisch. Das Auto des Leprechauns hat die Plastikabdeckung zerbrochen. Darunter kann man einen Schalter sehen. Der gute alte Leprechaun. Wenn es unmöglich ist, den in die alte Stellung zu bekommen, dann wird es ja auch nicht mit irgendeinem Hilfsmittel klappen. Wäre jedenfalls nicht logisch. Weiß McGuire was von Elektronik oder Elektrik, besser gesagt? Hey, McGuire. Was? Nee. Bis später dann. Okay, Mister. Es ist gar nicht so undiffizil hier, die ganzen Rätsel. Ich muss echt überlegen, wie ich hier am besten jetzt vorgehe. Ich weiß nicht, spreche ich vielleicht den Hirten da nochmal an, oder? Oder Farmer, wie er sich, glaube ich, selber nannte. Beziehungsweise George hat ihn so genannt, weiß ich nicht mehr. Hallo. Und jetzt? Nee. Ich muss weg. Ist hier noch irgendwas? Was ist das? Eine Elektropumpe, die über einen kleinen Schalter betrieben wird. Ah, an die sollen wir aber noch nicht ran, bevor wir uns bewiesen haben. Ich will gerade nach der Pumpe greifen, als ich zum Glück wieder zu Verstand komme. So eine unüberlegte Aktion in einem fremden Land mit seltsamen Bräuchen könnte leicht meine letzte sein. Die seltsamen irischen Bräuche. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mit dem habe ich jetzt schon gesprochen. Das hat nichts gebracht. Ich probiere nochmal den Stecker rein und rauszustellen. Vielleicht klappt es beim zweiten Mal. Nach dem schwachsinnigen Ziegenrätsel. Nee. Natürlich wird es nicht klappen. Wir können jetzt ihn... Ich benutze meine gesammelten Kenntnisse. Okay. Für mich sieht der ganz okay aus. Ich verstehe es auch nicht. Wie gesagt, eben ging sie doch noch. Hatte ich das nicht eben schon ausprobiert? Anscheinend nicht. Ich überbrücke die Sicherung mit einem Stück Draht. Ich weiß, dass das gefährlich ist, aber ich bin allmählich so verzweifelt, dass ich bereit bin, alle Sicherheitsvorkehrungen über Bord zu werfen. Entschuldigen Sie, Mr. Leary. Ich habe Ihre Spülmaschine repariert. Alles in Ordnung.
Wahnsinn und ein Dankgebet an alle Heiligen. Und ein Bier für den Mann hier auf Kosten des Hauses. Okay, könnten Sie sich jetzt mal die Bierpumpen anschauen? Könnte ich schon, aber versprechen kann ich nichts. Wenn Sie die Dinger nicht reparieren können, bricht hier ein Aufstand los. Die Pumpen sind im Keller, richtig? Richtig. Da unten liegt auch irgendwo eine Taschenlampe rum. Aber wie gesagt, eben hatte sie auch schon vibriert, genau wie jetzt wieder, die Spülmaschine, und lief, bevor ich den Stecker raus und reingesteckt habe. Also rausgezogen und reingesteckt habe. Komisch. Irgendwie habe ich hier, glaube ich, stehe ich gerade so ein bisschen auf dem Spülmaschinenschlauch. Ich spreche ihn nochmal. Nein! Jetzt geh einfach in den Keller oder ich guck sie dir nochmal an. Die Spülmaschine platscht und blubbert wie ein alter Mann in einem Sprudelbad. Okay. Ziemlich blöde, hier eine Taschenlampe zu deponieren, in einem stockdunklen Keller. Die einzige Möglichkeit, hier überhaupt etwas zu finden, ist wildes Herumtasten. Dann sollten wir genau das wohl tun, das wilde Herumtasten. Ich sehe doch hier auch schon irgendwie so einen Schalter, oder einen Hebel besser gesagt. Also ganz stockdüster ist es zum Glück nicht. Meine Hand schließt sich um einen langen Stab aus Metall. Ich drücke gegen den Hebel und höre das Knirschen von Metall, aber es passiert weiter nichts. Haben wir damit vielleicht oben den Gullideckel entfernt geöffnet? Nee. Okay, das hat also erstmal nichts gebracht. Da geht's nur wieder hoch. Sonst habe ich hier keinerlei Optionen. Jetzt ist sogar unser Inventar irgendwie abgedunkelt. Es sei denn, mein Rechner hat die Helligkeitseinstellung gerade von alleine runtergedrückt. Na gucken, ob das oben irgendeinen Einfluss gehabt hat, das Umstellen des Hebels. Ich spreche ihn jetzt einfach nochmal an. Ach, Telefon. Ah, Nico hatten wir schon gesagt, dass wir in Irland sind, über dieses Telefon. Entschuldigung. Ja, Sir? Darf ich mir das Handtuch ausborgen? Klar können Sie, unter einer Bedingung. Und welche? Lassen Sie den alten Ron nicht in seine Nähe. Wer ist Ron? Die Schniefnase. Der Typ da drüben in der Ecke. Mit dem Hygieneproblem. Also George trägt dieses Handtuch schon seit Stunden mit sich, aber fragt jetzt natürlich höflicherweise nochmal. Ich gehe nochmal kurz zu diesem Schalter da draußen. Vielleicht kann ich ihm hier auch nochmal noch so ein Stück Metalldraht wegnehmen, aber ich glaube, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Hat sich hier irgendwas jetzt verändert? Dass der jetzt nicht mehr abgeschlossen ist? Dass das irgendwie verbunden war oder so? Ja! Ich hebe die Falltür hoch und ein überwältigender Gestank von schalem Bier steigt aus dem Keller auf. Ich sehe auf den gefliesten Boden runter. Viel zu weit für einen Sprung. Bei jetzt mal... Hä? Khan? Khan? Verzeihung. Ich habe so ein flaues Gefühl in der Magengegend. Etwas, was ich normalerweise nur bei Operetten bekomme. Es ist Khan. Was ist los? Haben Sie gesehen, was hier vor ein paar Minuten passiert ist? Was denn? Ein Mann hatte einen sehr bedauerlichen Unfall. Ich habe nichts gesehen. Und der Junge? Der hat auch nichts gesehen. Der Junge, naja, Sie wissen doch, wie es in diesen ländlichen Gegenden zugeht. Dem fehlen ein paar Chromosomen, wenn Sie wissen, was ich meine. Ich bete, dass McGuire schlau genug ist, einmal den Mund zu halten. War der Mann schwer verletzt? Man hat sich um ihn gekümmert, aber er glaubt, er hat ein Päckchen fallen lassen. Sie haben es nicht zufälligerweise gefunden, oder? Nein, und ansonsten hätte ich es zur Polizei gebracht. Natürlich. Danke. Das Päckchen haben wir wirklich noch nicht bekommen. Bei Päckchen muss ich auch erstmal an diesen Kokshaufen hier denken. Das hat mich ja gerade total geflasht, dass Khan da auf einmal kommt, wenn wir den hier, den Gullideckel öffnen. Das hatte ich wirklich gar nicht mehr in Erinnerung. Das kann ja nun absolut kein Zufall sein, dass der hier irgendwo auf dem irischen Land rumgammelt. Also war er wohl der Fahrer. Und wir wissen ja auch schon, dass er das Leprechaun-Kostüm bei dem
Kostümverleiher in Paris ausgeliehen hatte. Und der Leprechaun war ja der, der den Ferrari gefahren hat. Nochmal, was ich kurz davor sagen wollte, dass dieser Hebel jetzt den Gullideckel entsperrt ist, oder was auch immer das sein soll, ist ja kein direkter, den Zugang zum Keller von außen, das kommt mir auch etwas spanisch oder auch irisch vor. Es sind nicht etwa meine Nerven, die mich davon abhalten zu springen. Es sind meine verdammten Beine. Sie wollen sich einfach nicht bewegen. Steht da so unter Schock wegen Kahn? Dann können wir ja jetzt theoretisch nirgendwo mehr hingehen. Okay, ich verabschiede mich, das war's. Nee, ich spreche nochmal Maguire an. Der hatte ja eben kurz sich umgedreht, aber war dann doch tatsächlich schlau genug, nichts zu sagen. Hey, Maguire. Was? Bis später dann. Okay, Mister. Vielleicht kommt jetzt mehr Licht in den Keller durch, aber den Sturz, den Sprung darunter irgendwie federn? Über die Falltür gelangt man in den Keller der Bar. Okay, ich glaube, dann muss ich jetzt erstmal wieder in den Keller gehen. Oder sowas in der Art. Wir merken uns, wir brauchen was Feuchtes für das Gips, wenn wir dann zum Schloss zurückgehen. Die Ziege hängt da hoffentlich immer noch fest, ja, an dem alten Pflug. Nicht zu verwechseln mit Pflug, auch wenn ich es genauso aussprechen würde, theoretisch, wenn ich nicht drauf achte. Ah, das war tatsächlich der Sinn dahinter. Dass wir jetzt da Licht einfallen. Plötzlich bemerke ich eine Reflexion. Irgendetwas funkelt unter der offenen Falltür. Ah, das ist dieser Diamant, oder? Dieser Edelstein. Es ist tatsächlich Pegrams Edelstein. Ein großer, ungeschliffener blauer Stein. Als ich ihn aufhebe, wird mir bewusst, was für eine Faszination er ausüben kann. Ich denke, er hat mich bereits in seinen Bann geschlagen. Haben Sie es gefunden? Was? Das, was Sie gesucht haben. Ja. Hör zu, Maguire. Ich will, dass du das für dich behältst. Null Problemo. Besorgen Sie uns einfach einen Kasten Bier. Kommt nicht in Frage. Du bist noch nicht alt genug. Wir können das Zeug verkaufen und damit ein bisschen Bares besorgen. Vergiss es, Kleiner. Ich kann Mr. Learys Vertrauen nicht so missbrauchen. Ich schon. Der alte Miesepeter verdient's nicht anders. Wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann halt nach dem Typ in diesem Anzug Ausschau. Okay, aber das kostet sie eine Tüte Chips. Tüte Chips können. Und schrei, wenn du den Ferrari siehst. Können wir verantworten. Maguire hat doch behauptet, er sei schon 25. Teenager lügen nie. Um nochmal kurz die Logik-Problematik aufzugreifen, die sich hier offenbart. Von außen gesehen war diese Falltür doch wie so ein Gitter. Da wäre eigentlich viel mehr Licht durchgekommen vorher, aber gut. Die Taschenlampe des Barkeepers. Was sollen wir mit der nochmal? Ein großer blauer Edelstein. Jetzt haben wir doch hier eh genug Licht. Vielleicht brauchen wir die im Schloss nochmal oder so. Was ist hier noch? Warte mal. Ein paar Papiersäcke voller Müll. Kann ich den Müll irgendwie verwerten? Ich durchsuche den Müll, finde aber nichts Brauchbares. Okay, interessant. Ein Wischmopp? Irgendwelche Putzutensilien. Sieht aus wie die Hydra. Ich durchsuche die Putzsachen, finde aber nichts, was brauchbar gewesen wäre. Der Kopf der Hydra, diese griechische Tante. Ein Kalender mit dem vergilbten Bild eines preisgekrönten Karpfens. Griechische Tante. Na gut, was haben wir noch? Tropfender Wasserhahn. Ich glaube, darum ging es doch, oder? Irgendwelche. Mm-hmm. Ein rostiger Wasserhahn. Wenn wir den wieder richtig zum Laufen kriegen, können wir unser Handtuch durchnässen. Der Wasserhahn knarrt, hustet und spuckt einen Strom von rostfarbenem Wasser aus. Ah, der geht einfach. Der geht an sich. Okay. Ich halte das Handtuch unter den Hahn, bis es sich mit Wasser vollgesogen hat. Und stecke es dann in meine Jackentasche. Eigentlich müsste jetzt die ganze Zeit so eine tropfende Animation aus ihm rauskommen. Aber gut, dann sind wir mal so nett, wegen der Wasserrechnung von Leary, O'Leary, den wieder auszumachen. Ich drehe den Wasserhahn so fest zu, wie es nur geht, aber er tropft weiter. Ja, das kennt man. Ist das jetzt eigentlich irgendwie wichtig? Ich meine, wir haben jetzt das Handtuch durch nass gemacht. Sollen wir das wieder zumachen? Nee, ich lasse es jetzt offen. Wir sollten ja irgendwie noch die Pumpe reparieren. Müssen wir das machen?
Beim Schloss müssten wir ja jetzt eh weiterkommen mit dem nassen Handtuch, glaube ich jedenfalls. Ich weiß es echt nicht mehr. Wie gesagt, lange her, dass ich das gespielt habe. Entschuldigung. Ist ja auch ganz gut. Dann muss ich immer noch ein bisschen überlegen. Ja, Sir? Ich habe Ihre Taschenlampe gefunden. Das sehe ich. Behalten Sie die mal besser, bis Sie die Pumpen repariert haben. Okay, ich glaube, die Pumpe müssen wir gar nicht reparieren. Es ist clever, ihn darauf anzusprechen. Sagt Ihnen dieser Edelstein etwas? Boah, ist der schön. Sie hätten bestimmt nichts dagegen, wenn er echt wäre, was? Ich glaube, die müssen wir gar nicht reparieren, die Pumpen. Danke. Hey. Also, und hallo, Mister. Die Burschen werde ich jetzt aber nicht auf den Edelstein ansprechen. Was halten Sie von dieser Taschenlampe? Nicht sehr helle, oder? Könnte man auch über etliche der hier Anwesenden sagen. Stimmt. Aber sagen Sie das nicht zu laut. Behalten Sie das lieber für sich, Mister. Die Taschenlampe muss genau wie dein Gehirn erstmal angeschaltet werden, Doyle. Das sind so Dialogoptionen, die... Ich glaube nicht, dass er mich gehört hat. Die gar nicht notwendig, also die man, das sind Sachen, die muss ich nicht machen, um weiterzukommen, aber es ist doch lustig, deswegen spreche ich dann mal tschüss. Leute immer darauf an. Aber ich muss jetzt auch nicht jeden auf alles ansprechen, weil das wirkt sonst so, als würde ich das hier Let's Play hier künstlich in die Länge ziehen. Das wusste ich auch nicht mehr, dass die dann so Sprüche tatsächlich zu der Taschenlampe machen. Von wegen Helle und bla. Aber hier, mit Maguire unterhalten wir uns doch immer sehr gerne. Ich mag irgendwie seine Kesse-Art. Was? Das war schon so ein kleiner Strolch, aber irgendwie trotzdem ein korrekter Typ. Was hältst du von meiner Taschenlampe? Nicht sehr helle. Passt zu Ihnen. Ohne Umschweife. Willst du den Edelstein mal aus der Nähe sehen, McQuire? Nee, bestimmt nicht. Das ist was für Mädchen. Das sollten Sie mal besser verstecken, Mister. Was ist, wenn der Kobold zurückkommt? Dann stecken Sie voll in eine Scheiße. Ich glaube nicht an Kobolde. Unter dem Kostüm steckt ein verrückter Mörder. Geil. Der Edelstein ist nur was für Mädchen. Bis später dann. Okay, Mister. Gut, Maguire. Der Edelstein könnte, keine Ahnung, 50.000 Dollar wert sein oder Euro oder irische Schilling, irische Pfund. Keine Ahnung, ist ja auch egal. Der Punkt ist gemacht. So, ich bin gespannt. Ich bin nicht gespannt, aber die Ziege wird noch verhakt sein. Aber kann ich sie eigentlich enthaken, damit sie nicht verhungert? Ich glaube nicht. Es wird schon irgendwer anders für uns machen. Ein rostiges Stück. Die Ziege hängt an dem alten Pflug fest. Sehr gut. So, ich bin echt gespannt, was jetzt hinter dieser, wenn wir diese Tür aufkriegen, mit Trick 17, was da jetzt uns erwartet. Das weiß ich jetzt wirklich nämlich nicht mehr so genau. Entschuldigung, das Bäuerchen. So, wir wissen genau, was zu tun ist. Den Gips festigen und dann kurz trocknen lassen. Was? Ich wringe das Handtuch so kräftig aus, wie ich nur kann, aber es ist fast gar nicht feucht. Hä? Was? Ich hab's doch gerade... Na toll. Sorry, jetzt muss ich... Komisch. Da muss ich wohl gleich nochmal zurück zu der Kneipe. Aber es ist so schnell jetzt getrocknet. In Irland ist ja jetzt auch nicht mega heiß und sonnig, würde ich mal annehmen. Egal zu welcher Jahreszeit. Brauche ich irgendeinen Eimer oder? Aber den Eimer dann bis dahin schleppen, hier hochbalancieren? Warte mal. Ich überlege gerade nochmal kurz. Nee, das ist schon der Trick, das mit dem Handtuch. Wir haben noch nichts anderes, was irgendwie es durchnässen könnte oder so. Okay. Was war mit dem Ding? Da haben wir jetzt noch gar nichts. Mit anfangen können mit diesem kaputten Stromkasten. Es ist unmöglich, denn. Nee, okay. War ja klar, dass ich doch nochmal in dem Keller irgendwas Sinnvolles. Aber ich
Wie soll ich denn das Handtuch dann... Ich hab's doch durchgenässt. Wie soll ich es denn diesmal schaffen, dass es nicht wieder austrocknet? Bis wir beim Schloss angekommen sind. Wahrscheinlich muss ich doch irgendwie die Pumpe reparieren oder so. Ein rostiger Wasserhahn. Hm. Ich verstehe es nicht ganz. Also das hatte ich ja schon gemacht. Erst angeschaltet natürlich eben, aber... Die wenigen Tropfen feuchten das Handtuch gerade so eben an. Ist das... Der Wasserhahn knarrt, hustet und spuckt einen Strom von rostfarbenem Wasser aus. Ist das ein Bug oder so? Ich meine, genau das habe ich... Logischerweise habe ich es doch eben genauso das gemacht. Handtuch durchnässen. Ich halte das Handtuch unter den Hahn, bis es sich mit Wasser vollgesogen hat. Es ist mit Wasser vollgesogen? Das Handtuch ist klatschnass. Hat dich gemacht? Was soll ich denn jetzt sonst noch machen? Ich lasse den Wasserhahn diesmal an, vielleicht ändert das was. Sagt er jetzt irgendwas? Ah, jetzt nochmal zum Schloss gehen und... Ich guck nochmal die Pumpe hier an. Ich will gerade nach der Pumpe greifen. So eine unüberlegte Aktion. Bla bla bla. Aber ich soll doch die Pumpen reparieren. Das ist jetzt auch... Klar könnte man denken wegen des Ziegenrätsels, aber es ist jetzt keine Zeit... Sache, dass ich mit möglichst schnellen Klicks mich jetzt wieder zur Burg durcharbeiten muss, um dann, dass es noch möglichst feucht ist. Es war eben klatschnass, also müsste es klatschnass sein. Das ändert sich ja im Inventar nicht. Ich gucke jetzt nochmal nach. Das Handtuch ist klatschnass. Bin ich bescheuert? Ich schwöre, dass ich eben auch das schon unter den Wasserhahn ihn angemacht hatte und es vollgesogen habe. Wir sehen es ja, wir haben es ja hier, ich nehme es ja auf. Ich bin verwirrt. Gut. Vielleicht war der Trick, es nochmal zu untersuchen, quasi mit Rechtsklick im Inventar, aber das kann es ja nicht sein. Ist es immer noch klatschnass? Das Handtuch ist klatschnass. Okay. Das ist ja jetzt. Hatte ich doch gemacht oder schiebe ich gerade Film? Hatte ich eben schon unter einem Wasserhahn gehalten? Das ist ja, also das muss ja ein komischer Bug sein, oder? Den ich sonst noch nie so, der mir nicht bekannt war aus dem Spiel. Hä? Ich wringe das Handtuch so kräftig aus, wie ich nur kann, aber es ist fast gar nicht feucht. Das Handtuch ist fast komplett trocken und hat nur noch ein paar feuchte Stellen. Soll das ein Witz sein? Genau in dem Moment, wo ich die Treppe runter, gehe, wird das Handtuch auf einmal trocken? Er hat doch eben oben bei der Ziege noch gesagt, oder zumindest vor dem Heuhaufen. Die Bank wurde vermutlich von Pegram. Dass es noch klatschnass ist. Verstehe ich nicht. Ich stecke meine Finger und den Daumen in die... Nochmal umwerfen, das Ding, oder wie? Nee, das geht jetzt gar nicht mehr. Das ist ja merkwürdig. Ihr seid meine Zeugen, also falls es mal jemand sieht. Ich glaube, dann würde ich... Das Handtuch ist fast komplett trocken und hat nur noch ein paar feuchte Stellen. Will jetzt nicht wieder googeln, aber das ist ja eindeutig irgendwie ein Fehler, oder? Der war mir aber nicht bekannt, den hatte ich auch beim ersten Durchspielen nicht. Ich weiß nicht, aber ich glaube, dass ich dann erstmal ein Päuschen machen würde. Ich habe ja jetzt auch schon eine Weile aufgenommen. Hat aber Spaß gemacht, das Spiel ist so charmant und... hat so witzige Stellen und interessante Charaktere. Und diese vermaledeite Ziege haben wir dann doch noch ausgetrickst. Dass man da den doppelten... Ich dachte, der Trick ist auf den Flug und dann schnell auf die Treppe. Da war George aber nicht schnell wieder genug auf den Beinen, sondern dieses Rennen, dass er dann auf einmal rennt, das ist ja noch widersprüchlicher zum bisherigen Spielmechanismus. Deswegen war ich da wirklich überhaupt nicht drauf gekommen. Jetzt werde ich hier oben nochmal das Handtuch untersuchen. Das Handtuch ist fast komplett. Nee. Okay, ich bin ein bisschen überfragt jetzt. Eben war es doch noch wieder. Na gut.
Egal, dann würde ich erstmal ein bisschen Pause machen, spiele sicherlich bald weiter. Hoffentlich komme ich dann auch weiter. Und bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche noch ein, ja, es ist Freitagabend, schönes Wochenende, egal wann ihr es seht, einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.